Wir haben gestern einen Bankrun gesehen. Die drittgrößte Kryptobörse der Welt war faktisch nicht mehr zahlungsfähig, musste übernommen werden. Und die Frage stellt sich jetzt, ist Krypto das, was damals Immobilien war in der Finanzkrise, als Wertigkeiten immer weiter stiegen, dadurch Hebelungen stiegen, Verbriefungen kamen, plötzlich aus dem Nichts Wertigkeiten entstanden. So ist es ja bei Krypto auch. Ethereum, Bitcoin, wie sie alle heißen, diese Millionen von Tokens, die da unterwegs sind. Plötzlich sind die alle was wert. Was aber, wenn plötzlich die Bewertung nicht mehr gegeben ist und dann Hebelungen sich enthebeln müssen? Genau das ist nämlich gestern bei der drittgrößten Kryptobörse FTX passiert. Und vielleicht ist das, was wir gestern gesehen haben, so eine Art Bear Stearns Moment. Und dann können wir warten, bis der Lehman Moment kommt, bis es also richtig kracht im System. Damals in der Finanzkrise war es natürlich so, dass Millionen von Menschen betroffen waren aufgrund der Immobilien. Das ist ja praktisch das größte volkswirtschaftliche oder das größte Asset einer Gesellschaft. Das sind ja in der Regel eben die Immobilien, Finanzassets. Aber jetzt ist es eben so, dass im Finanzsektor eben Krypto eine sehr bedeutende Rolle inzwischen spielt. Da hängt viel dran. Viele Privatpersonen sind da investiert, viele Firmen sind da investiert, viele Banken sind da investiert. Warum? Weil da konnte man sozusagen aus dem Nichts auch Geld schöpfen, Geld machen. Das war natürlich ein wunderbares Geschäftsmodell, das möglicherweise jetzt platzt. Wir sehen gestern einen Krypto-Crash, kann man fast sagen, mit Bitcoin unter die 18.000er Marke gefallen. Andere sind über 20% im Minus. Da hat es dann Investoren erwischt, zum Beispiel Sequoia war hier dick investiert. Da hat man noch 420 Millionen Dollar investiert im Oktober 2021. Viele andere auch. Und auch Mr. Bukele in San Salvador dürfte jetzt langsam nervös werden. Der hat ja praktisch das Vermögen von El Salvador mehr oder weniger immer mehr in Bitcoin investiert. Und diese Übernahme von FTX durch Binance, die ist noch lange nicht durch. Das ist noch nicht sicher. Bisher ist das nur eine Absichtserklärung. Muss man sehen, wann es dazu kommt, ob es überhaupt dazu kommt. Möglicherweise kann es da noch zu Komplikationen geben. Bitcoin hat daraufhin oben links der Chart sein Tief, ein neues Jahrestief gebildet. Bitcoin hatte ja anders als der S&P 500 eben kein neues Jahrestief gemacht. Als Mitte Oktober, 13. Oktober war das Tief vom S&P 500, der FTX-Token im Absturz. Wir sehen Aktien wie Robinhood im Absturz und das hat dazu nachher mehr auch bei den Aktienmärkten einiges bewirkt. Anstieg des WIX. Dazu, wie gesagt, gleich mehr. Was ist da genau passiert bei FTX? Und das ist eine hochinteressante Geschichte, die sich hier zeigte. Vielleicht hätte eben Mr. Bankman-Fried, der Chef von FTX, ja auch die Möglichkeit gehabt, irgendwie so eine Art Notkredite zu bekommen, neue Investitionsgelder anzuziehen, aber er hat sich entschieden, praktisch einen Notverkauf zu machen für einen Dollar, so wie es aussieht jetzt an Binance. Was ist das Problem gewesen? Nun, FTX hat offenkundig Kredite an Alameda vergeben. Alameda Research ist eine Selbstbezeichnung Leading Principal Trading Firm. Man tradet da also digitale Produkte, All Major Coins, Altcoins und ihre Derivative, wichtig. Also man war praktisch so eine Art Krypto-Hedge Fund. Wenn ich das richtig verstehe, ich bin im Kryptobereich kein Experte zugegeben, aber ich versuche mal die Systematik, die Logik dahinter ein bisschen darzustellen. Jedenfalls also hat FTX einer Firma namens Alameda Research Kredit gegeben und wer war der Chef von Alameda Research? Derselbe Chef wie der von FTX. Also der Chef einer Firma gibt einer anderen Firma, bei der er auch Chef ist, Kredite. So, jetzt sieht die Situation aus, dass praktisch diese Kredite an Alameda von FTX gegeben wurden durch Kundeneinlage. Man hat also Kundeneinlagen genommen und hat die als Kredit an eine andere Firma vergeben. Diese andere Firma aber war offenkundig in Schwierigkeiten geraten, hat Verluste gemacht und davon hat dann jemand Wind bekommen, sodass viele Investoren, die da ihr Geld geparkt hatten bei FTX,
unsicher wurden, dieses Geld wieder haben wollten. Das aber konnte FTX nicht leisten, beziehungsweise Alameda, dieser Krypto-Hedgefund, musste dann Assets liquidieren, die man noch hat. Alles, was man zur Liquidität hat verkaufen können oder um Liquidität zu generieren, hat man dann verkauft. Dadurch eben auch Kursverluste bei vielen Kryptowährungen, eben weil Alameda eine Art Krypto-Hedgefund war, der diese verschiedenen Kryptos auch gehandelt hat, im Portfolio hatte. Dementsprechend kam es da zu einem Domino-Effekt und letztendlich hat all das nicht gereicht. Alameda konnte so viel liquidieren, wie man wollte. Die Verunsicherung, die Panik beim Bankrun der Investoren war so groß bei FTX, dass das, was Alameda überhaupt noch liquidieren konnte, nicht ausgereicht hat, um diesen Bankrun zu stoppen. FTX brauchte also mehr Geld, als Alameda letztendlich liefern konnte durch Liquidationen. Dementsprechend war FTX faktisch in dem Moment komplett zahlungsunfähig, konnte diese Auszahlungswünsche, diesen Bankrun nicht mehr stoppen und hat deshalb, um es irgendwie stoppen zu können, diesen Deal gemacht mit Binance. Das heißt, hier ist im Prinzip mit Kundengeldern Kredit vergeben worden. Dadurch gab es praktisch keinerlei wirkliche Reserven mehr. Das Ganze so eine Art Ponzi-Schema, könnte man fast sagen, das dann in sich kollabiert ist, als eben die Underlyings, als die Coins, als die verschiedenen Kryptos dann eben stark gefallen sind. Und das ist eine unglaublich interessante Geschichte, weil es zeigt, wie aus nichts letztendlich Wertigkeiten entstehen, Derivate entstehen, Verbriefungen entstehen, Börsen entstehen, Kundeneinlagen kommen, Kundeneinlagen als Kredite vergeben werden. All das geht nur, wenn immer neue Kundeneinlagen kommen. Aber vor allem ist das Problem dann, was andere normale Banken auch haben, wenn es zu einem Bankrun kommt, dann gibt es Liquiditätsprobleme, wenn also alle zur gleichen Zeit ihr Geld sichern wollen, abheben wollen, dann ist sozusagen das Problem am Start. Und genau das haben wir gestern gesehen. Hier nochmal ein Beleg, dass Alameda hier diesen Kredite bekommen hat, aber es wird noch lustiger. Da hat man 173 Millionen FTT-Tokens hier in einem Gegenwert von 4 Milliarden Dollar an Kredit an Alameda vergeben seitens dieser Kryptobörse FTX. Das war wohl auch am 28. September nochmal der Fall, da nochmal 8,6 Milliarden Dollar. Das ist ein unglaubliches Volumen in diesem Bereich. Und das Witzige ist, dass dieser gute Herr Bankman-Fried, der Chef von FTX, ja damals schon Voyager ausgebildet hat, auch eine Krypto-Börse, wenn man so will, wo auch Anleger dann in Panik geraten waren und ihre Liquidität sichern wollten durch einen Bankrun, wenn man so will. Damals sprang der Herr ein, der jetzt selber gerettet werden musste. Also die Einschläge kommen immer näher. Und jetzt ist eben das, was die ganze Geschichte crazy macht. Binance, der Käufer also von FTX, derjenige, der die Sache vorerst erstmal gerettet zu haben scheint, hat wahrscheinlich Wind bekommen von diesen Arrangements zwischen FTX mit dem Chef Bankman-Fried und Alameda, dem Chef Bankman-Fried, und hat um praktisch die Verwundbarkeit gewusst, so die These zumindest hier eines Twitter-Accounts, der diese Ereignisse sehr engmaschig verfolgt und gute Analysen macht, und hat diese Situation ausgenutzt. Also man hat faktisch damit einen Konkurrenten aus dem Weg geräumt, den konnte man für einen Dollar übernehmen. Mal sehen, ob sich diese These bewahrheitet. Es haben jedenfalls viele, viele, viele Menschen dabei Geld verloren, etwa der Footballstar Tom Brady und Giselle Bündchen, die dürften da mal eben 650 Millionen Dollar verloren haben, und FTX war auch ein maßgeblicher Sponsor, etwa für Sportereignisse, die haben alleine in den letzten Monaten über 350 Millionen Dollar an Sponsoring bei Sport gemacht. Und jetzt ist zum Beispiel bei FTX war auch eine Pensionskasse von Lehrern aus Orlando investiert mit vielen, vielen Millionen. Also das trifft Leute, da werden praktische Wertigkeiten vernichtet, Buchwertigkeiten vernichtet. Das dürfte Folgewirkungen haben. Das führt zu Liquidationen von Assets in anderen Bereichen. Und genau das haben wir gestern gesehen. Aber das ist eben jetzt die eigentlich interessante Story. Das ist unglaublich, sagt hier Mohammed El-Arian. Und das ist wahrscheinlich nur die Spitze des Eisberges, die wir hier sehen.
will definitely be the topic of someone's book. Also da wird es Leute geben, die ein Problem mit ihren Büchern haben, also mit ihren Bilanzen haben. Und the broader questions relate to the scope for contagion, Ansteckungsgefahr eben aus diesen Turbulenzen und regulatorische Implikationen, die darauf kommen werden. Hier sehen wir übrigens mal, Bitcoin ist zunächst dann ja mal gestiegen, als diese Nachricht der Übernahme von FTX durch Binance kam, aber dann eben wieder maßgeblich gesunken. Jetzt so zittrige Erholung, würde Rüdiger Born sagen. Bitcoin-Chart von Capital.com, meine Damen und Herren. Das Ganze hat auch ausgestrahlt auf die Aktienmärkte. Gestern so kurz vor 20 Uhr, wenn ich das recht erinnere, ging es plötzlich ziemlich deutlich nach unten an der Wall Street. Das hatte dann plötzlich ganz schön gekracht. Auch das waren Enthebelungen. Da mussten sozusagen Player am Markt, mussten Liquidität generieren. Also haben sie eben dann auch aus dem Aktienbereich Assets verkauft. Daher kam es zu diesem Rücksetzer. In der Summe der Dow immer noch 1% im Plus. Nasdaq dann nur noch 0,5% im Plus. Wir sehen aber der VIX deutlich angestiegen. 4,89% gestern. Mr. Bankman-Fried, der Chef von FTX, hat mal eben wahrscheinlich fast seine 16 Milliarden Dollar an Vermögen verloren. Da sind dann solche Firmen wie Tiger Global und vor allem Softbank, die Japaner sind da dick drin, auch wieder gewesen. Das war ja klar, die dürfen da nicht fehlen. Und nehmen wir einfach mal an, ob es so kommt, ungewiss, vielleicht sogar unwahrscheinlich, aber nehmen wir mal an, wir haben es wirklich hier praktisch mit dem Bear Stearns Motiv zu tun. Also FTX als Bear Stearns und dann kommt noch Lehman. Dann gucken wir jetzt mal auf die Aktienmärkte, S&P 500. Analogie zu 2008 und 2022, das würde bedeuten, dass wir bald dann einen ziemlichen heftigen Absacker nach unten sehen würden, meine Damen und Herren. Muss natürlich alles nicht so kommen, vielleicht ist es sogar unwahrscheinlich, aber es ist im Mindesten bedenkenswert, zumal der VIX auch eine ähnliche Struktur zeigt. Da sieht es so aus, als würden wir noch ein bisschen runterkommen beim VIX, um dann möglicherweise eben diesen Spike nach oben zu bekommen, durch irgendein Ereignis, ein Ereignis, das einen Domino-Effekt auslösen kann. Ist es vielleicht Elon Musk möglich? Der musste jedenfalls schon wieder ziemlich heftig Aktien verkaufen. Gestern mal eben 4,4 Millionen Shares. Da hat er mal doch eine Menge Geld erlöst. Der gute Mann, der braucht jetzt Geld. Der hat 19,5 Millionen Aktien in der Summe verkauft in den letzten Tagen. Der Mann braucht Geld, scheint mit Twitter ein Problem zu haben. Das ist eben auch so eine Geschichte, die, also Musk und meine zweitbeste Freundin Cathy Wood sind so die Kandidaten, die vielleicht dann über die Wupper gehen. Diese Superstars, die dann aber gefallene Superstars werden, würde mich zumindest nicht überraschen. Kommen wir jetzt zum Politischen, was ja für die Märkte auch wichtig ist. Es sieht so aus, nach derzeitigem Stand, dass zwar die Republikaner das US-Abgeordnetenhaus gewinnen, aber der Senat wohl doch in den Händen der Demokraten bleiben könnte. Nach aktueller Auszählung hätten die Demokraten 48 Stimmen oder 48 Sitze, genauer gesagt, die Republikaner nur 46 Sitze. Das wäre natürlich für die Republikaner, die so einen Sweep, einen Red Sweep erhofft hatten, so einen praktischen roten Durchmarsch, doch eigentlich eine Niederlage, muss man sagen. Das Abgeordnetenhaus geht an die Republikaner, das scheint sicher, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, nach derzeitigem Auszählungsstand, dass der Senat in den Händen der Demokraten bleibt. Das ist ein Rückschlag auf jeden Fall für die Republikaner, würde ich sagen. John Fetterman hat in Pennsylvania gewonnen. Ganz wichtiger Start, aber schauen wir mal, wie es ausgeht. Und wenn wir uns jetzt hier mal diese Struktur anschauen, sehen wir oben den S&P, unten den VIX. Der VIX sieht aus nach einer sogenannten bullischen Wedge, also praktisch so ein Kanal, der sich immer mehr zusammenengt, immer mehr verengt und dann booms nach oben explodiert. Wir sehen, dass der S&P eigentlich aus seiner aufsteigenden Wedge, aus seinem aufsteigenden Kanal rausgefallen ist. So muss es heißen, meine Damen und Herren. Also interessante Entwicklung und das könnte das Modell sein. Wir sehen oben in dem Chart, vielleicht haben wir noch ein bisschen Luft nach oben, aber nicht mehr so wahnsinnig viel, würde ich sagen. Die Wahrscheinlichkeit, so zeigen es viele Indikatoren, dass wir jetzt ein Problem bekommen könnten in den nächsten Tagen, ist relativ hoch. Wenn Sie sich unten mal anschauen, die Saisonalität,
Bei Zwischenwahljahren unter einem demokratischen Präsidenten wird dann negativ ab dem 10., also ab morgen, morgen kommen ja auch die Inflationsdaten, wird es negativ, was die Saisonalität betrifft. Schauen wir mal. Hoffnungszeichen ist, dass der Dollar jetzt den größten Dreitagesverlust hat seit März 2020, also seit dem Corona-Crash. Unten sehen wir mal, diese Formation im Dollar-Index kann nach unten ausbrechen oder hält eben diese wichtige Unterstützung. Gestern ist die sogenannte Terminal Rate Expectation, also das, was die Märkte annehmen, an Höchstsatz bei den Zinsen, die von der Fed gesetzt werden, doch deutlich nach unten gekommen. Daher auch der Dollar eben schwächer, daher die Renditen ein bisschen gefallen. Das setzt sich heute fort. Wir haben Daten aus China, by the way. Erzeugerpreis ein bisschen weniger heiß als erwartet, die Consumer Prices weniger heiß als erwartet, also die Verbraucherpreise, die Erzeugerpreise 1,3% plus statt minus 1,5%. Wir sehen eine Rallye bei Immobilienaktien wie Country Garden, 26% geht es da nach oben. Gestern wurden Banken angewiesen von der Regierung, von der People's Bank of China. Leute, gebt mehr Kredite, stützt die Sache. Man will jetzt die Konjunktur offenkundig wieder nach oben ziehen, koste es, was es wolle. Zwei Hinweise auf Artikel, meine Damen und Herren. Investieren, die 10 Gebote des Investments, wie Sie ein besserer Investor werden. Ein hochinteressanter Artikel, der, glaube ich, sehr viele gute Ansätze, die Sie berücksichtigen sollten, mal ganz kompakt, ganz komprimiert auf den Punkt bringt. Unbedingt lesen. Erste Empfehlung. Zweite Empfehlung. Schauen Sie sich mal an, was André Stacke, den ich gestern im Marketflüster schon angesprochen hatte, was der gesagt hat über diese Zwischenwahlen. Auch wenn es jetzt möglicherweise so aussieht, als würden die Republikaner nicht beide Kammern gewinnen können. Zweite Empfehlung. Und dritte Empfehlung. Natürlich heute 18 Uhr, meine Damen und Herren. Sie fragen, ich antworte. Da sind viele Fragen eingegangen. Einige hoffe ich heute beantworten zu können. Zusammen mit Hermann Köckemann von Capital.com, Titel des Webinars Rezessionsrisiko in Deutschland. Wo ist das Licht im Tunnel? 18 Uhr, daher heute kein Markenflüster, weil ich mich eben nicht zweiteilen kann. Also 18 Uhr, ich packe den Link wieder unter das Video, den kopieren Sie und packen ihn einfach in Ihren Browser und Sie sind um 18 Uhr dabei. Wenn es nicht 18 Uhr geht bei Ihnen, dann um 20 Uhr, solange Sie diesen Link haben, können Sie das Video immer gucken. Würde mich sehr freuen. Also, wir sehen uns dann heute um 18 Uhr. Heute kein Markenflüster und die zwei Artikel, die Empfehlungen. Ich sage Servus und Ciao.